Okay, ich werde jetzt mal so versuchen, wie du gerade gesagt hast. Ich crouche mal direkt rüber zum Bett. Noch habe ich ja nicht viel Spielstand, den ich verlieren kann. Aber ganz ehrlich, ich bin drauf und dran, Onkel Google mal zu fragen, was ich hier gerade falsch mache. Oder aber die Taste funktioniert wirklich nur, wenn ich in Schränken bin. Kann das sein? Muss ich auch unter den Betten aufhören zu atmen? Boah, also, mein lieber Scholli, das Spiel macht mich so fertig. Vielleicht sollte ich mal gucken, wo er gerade ist. Komm. Eins, sieben, null. Zwo. Ich würde ja gerne wissen, was hier on duty, Doktor. Soll ich hier mal reingehen? War hier irgendwas? War hier was Wichtiges? Ach, leck mich doch. Gehen wir rein. War ich hier schon drin? Das ist alles? Ich kann doch nicht annehmen, dass das alles ist. Mal kurz gucken. Das ist natürlich eine Sauerei, ne? Dass der Vent direkt daneben ist. Geh rein. Ich bin fertig mit der Welt. Xerxes, ja, ich glaube, da bin ich auch vielleicht drauf gekommen. Aber es nervt mich einfach ab, dass ich ganz am Anfang habe ich auf rechte Maustaste gedrückt, als er mich das erste Mal aus dem Schrank hier geholt hat, wo er so angerannt kam und ich mich so erschrocken habe. Also theoretisch kann es dann die rechte Maustaste nicht sein. Und ich weiß, die muss den Atem anhalten können, sonst wird das nichts mit diesem Spiel. Naja. So, ich gucke jetzt mal, wo er ist. Ich höre ihn zumindest. Also bleibe ich erstmal drin. Doch nicht? Doch. Ich meine, ich bin ja froh, dass sie in den Schränken nicht auch aus Versehen Pistole oder was auch immer das war, ziehen kann. Aber das Spiel macht einen fertig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja immer köstlichst amüsiert, wenn ich. Es ist direkt hier und ich drücke die Maustasten. Es passiert nichts. Das macht mich gerade ein bisschen unleidig. Ich hab's gesehen. Ich habe es jetzt gerade gesehen und ich kotze gleich. Vorhin hat er mir rechte Maustaste angezeigt. Und ihr habt gesehen, was er gerade angezeigt hat. Es. Boah, jetzt werde ich gerade fuchsig. Sex, machst du sowas nicht mit mir? Verdammt. Hey, gute Idee. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Suicide Mission. Ich glaube, das bringt's nicht. So. Okay, also S. Das muss es jetzt sein. So vom Feeling her würde ich sagen, jo, das war jetzt mal die richtige Taste. So, erstmal hier runter. Okay. Nicht zu früh. Mann, du willst doch nicht, dass ich in diesem Stream sterbe. Schreib doch nicht sowas, wenn ich trinke. Mann. Der Toon Squad ist total still. Katzi leise, Miri leise, Sascha leise. Habt ihr euch schon totgelacht oder zu Tode gelangweilt? Ich weiß. Aber eins muss man dem Spiel ja lassen. Hier unter den Betten ist es extrem sauber. Also er scheint gerade nicht da zu sein. Wir hoffen mal, es bleibt so.
So. 1, 7, 0, 2, rein. Okay, er kommt. Rein mit dir. So, jetzt werden wir es gleich mal testen. Das gute S. Oder auch nicht. Kommt er jetzt doch nicht? Sie lehnt sich zumindest zurück. Es passiert was bei S. Ach, da hätte ich vorhin gar nicht Umschalttaste drücken müssen. Ich höre ihn doch. Rat mal, wer zum Essen kommt. So, mein Freund, jetzt drücke ich es. Wenn du mich jetzt hier rausholst, dann ist der... Da jetzt halt... Bo Jetzt hat er rechte Maustaste angezeigt. Er will mich doch verarschen. Heißer Nonni. Quietschemoni. Heute bin ich die Heule und Schreimoni. Der treibt mich in den Wahnsinn. Ja, jetzt hat er rechte Maustaste angezeigt. Vorhin hat er S angezeigt. Muss ich vielleicht S und rechte Maustaste machen? Also zurücklehnen? Ja, Sir Nonni. Unfreiwilligerweise. Ich sollte mich vorher irgendwie verstrahlen oder vergiften. Das heißt, ich verkaufe mein Leben sehr teuer. Aber der geht mir gerade mächtig auf den Senkel. Alter Verwalter. Ach, Miri ist ja doch noch wach. Ja, ich denke mal, das könnte es sein, dass es S und rechte Maustaste ist. Deshalb hat vorhin das mit der rechten Maustaste allein nicht gereicht und mit dem S gerade auch nicht allein gereicht. Das macht natürlich Sinn, weil beim Öffnen der Sicherheitsstreben muss man ja auch rechte und linke Maustaste drücken und dann A. Aber finde ich ganz schön abgefuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich uncool. Aber vielleicht ist das ja jetzt des Rätsels Lösung. Oft genug bin ich ja jetzt gestorben. Puh. Ja, denke ich auch. Machen wir mal beides. Ab heute bin ich nicht mehr Pistolen-Lilly, ab heute bin ich Schrank-Lilly. Egal ob krank, egal ob Punk, versteck dich bloß nicht in dem Schrank. Kommt das Alien dich dann holen, um dir krank den Arsch zu versohlen. Oh, Sir Nonny, das ist uncool. Simple, ich finde den Schrank eigentlich ganz toll. So. Deshalb werden wir jetzt direkt mal versuchen, zu diesem Schrank zu kommen. Wenn es mich lässt. 1, 7, 0, 2. Go, go, go. Aber fies ist aber auch, dass das da vorne dieser Wind ist. So, Schrank, du kannst mich am Arsch. Ich gehe direkt durch. Haha, ich bin heute mutig. Ich bin heute krass. So, da muss ich jetzt erstmal hin. Es kann sein, dass das jetzt irgendwie hier der Special Point war, damit genau die neue Aufgabe kommt. Alter Verwalter, lass mich doch wenigstens die Karte holen.
der Kuh jetzt geschossen. Ich bin so ein Kacknoob. Ich schwör's, ich bin so ein Kacknoob. Ah, ich verstehe, wenn jeder jetzt ausmacht und nach Hause geht. Ah, ne, ihr seid ja schon alle zu Hause. Ja, ich habe jetzt versucht, den Atem anzuhalten. Mit S war ja nicht so schlimm. Aber mit rechts, und dann hat sie die Pistole gezogen und geschossen. Die blöde Kuh, Oh Mann. Mein Sohn sitzt bestimmt drüben, denkt sich, was macht die Olle? Komm. Ich schwör's, mein Herz, mein armes Herz. Nein. So. Jetzt geh mir nicht auf den Piss, bleib oben. Sonst hast du mich echt gleich noch auf dem Gewissen. Ich sterbe noch in diesem Spiel. Nimm die Karte, blöde Kuh. Na, da weißt du, das ist eine Bar. Ich stehe nicht auf Bars. Ich assoziiere das immer mit vollgeraucht werden und von Besoffenen angequatscht werden. Vielleicht ist das ein Freudscher, dass ich hier immer abgehe wie eine, naja, Pistolen-Lilly halt, ne? Ja, erst schlage ich ihnen. Nee, vielleicht sollte ich ihm einfach Tiernamen geben. Na, es scheint jetzt gerade. Vielleicht hat er ja eine Freundin gefunden. Er hat nur das Wort Freundin gehört. Ich mache jetzt nichts. Ich halte auch nicht den Atem an. Meinst du, Cholesterin würde den auch stören? Alter Verwalter, wie soll ich heute Nacht nur schlafen? Ich hoffe, morgen ist das Wetter schön, damit ich mich im Garten austoben kann. So, ich drücke keine Maustaste jetzt. Bist auch. Wo bist du jetzt? Beim Cholesterin oder bei der Bar hier? Jetzt kommt er gleich von vorne. Weißt du, am meisten ärgere ich mich ja über mich selber, weil ich meine, ich schreibe ja nicht umsonst Queen of Noobs hin. Ich bin Mother of Fails, keine Ahnung. Aber ich meine, ich habe ja Spaß dran. Man muss es ja mal. Psst. Na? Ah? Wolltest du naschen kommen? Ich war nicht vor, ich habe nur eine Gehirnzelle und die ist total verfettet. Ich glaube, das fand er jetzt eklig. Xerxes, na, danke schön. Nein, ich schieße jetzt nicht nochmal. Ich will endlich zum Speicherpunkt zurück. Jetzt kommt der Sack von vorne. Ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Das ist ein Scheißspiel! Wessen Idee war das eigentlich? Scheiße, meine! Nein, Xerxes, ich hau ihn nicht! Ah, okay.
Ist jetzt oben geblieben oder kam er wieder runter? Der hängt da immer noch, der Sack. Xaxis, du willst, dass der mich vernascht, ne? Das sind schon so kleine Spannerallüren. Und das auch noch pervers, weißt du? Oh ja, ich sehe am liebsten, wenn Aliens ihren Spitzen... Na, das klingt jetzt falsch. Schwanz durch die Brust jagen. Rems! Wobei eigentlich hat er ja die ganzen letzten Male mir... Naja... meinem Hirn ein bisschen Karies verpasst. Ist er jetzt weg? Ja. Bitte bleib weg. Hier war nichts, ne? Bis auf das eine. Bitte bleib weg. Nein, ich gehe auch jetzt nicht da hin. Ich will da vorne. Geh rein! Geh rein! Ja, aber weißt du, Xerxes, irgendwann mag ich nicht mehr. Dann soll er sich mal was anderes zum Naschen holen. Ist er jetzt wieder weg? Oder ist er jetzt unten? Er hat doch nichts davon, wenn er mich die ganze Zeit immer komplett wegnascht. Der sollte mich mal ein bisschen so, ne, schonen, damit ich mich regenerieren kann. Ich glaube, er ist weg. Wir, wenn nicht. Wollen wir es wagen? Bitte, sei ein liebes Haustier. Mampf mich nicht nochmal. Mampf mich nicht nochmal. Bitte geh zum Speicherpunkt. Du gute. Scheiße, komm, Speicher. Speicher, wie du noch nie gespeichert hast. Sollte ich jetzt wirklich speichern?